Achtung, es wird dieses Video empfohlen, mit Kopfhörer zu hören. Und mein Gott, nochmal ein bisschen leiser, dann soll ich Scheiße stellen. Mit Abstand die dümmste Idee, die du jemals hattest. Mir mangeln die Vögeln hier. Ja, schrei doch noch lauter. Mir mangeln die Vögeln hier fix und fertig auf der Sportanlage. Die pflücken mir alles auseinander. Mir will jetzt sehen, was für Vögeln und wo die alle wegkommen. Hier ist richtig Inbrass mit Raben. Hörst du? Da kommen sie. Jeden Morgen pflücken sie mir den ganzen Sportplatz auseinander. Der Speer ist schon da. Der hat sich da oben reingesetzt. Mir kennt sich mit Vögeln aus. Weil Vögel sind nicht blöd. Schicken immer einen Speer los, der immer gucken muss, ob hier was los ist. Da ist der Erste. Aber das ist eine Taube. Um das Ganze erstmal zu kapieren. Wir haben ja Stellen gehabt, die haben wir zugemacht mit Sand und Gras hat draufgeschmissen. Und jedes Mal ist das ganze Gras hat weggefressen worden. Die Vögel sind nämlich blöd und die wissen das und fressen alles auf. Da war der Nächste. Vögel brauchen nicht glauben, dass mir blöd ist. Wir sitzen hier seit einer Stunde und warten, dass Vögel kommen. Ja. Und was willst du dann machen? Ja, nur gucken, was die auseinanderpflücken. Doch auch mal schön, wir beiden hier ganz eng in so eine Holzhütte und gucken die Natur zu. Weißt du, was ich ganz besonders schön an dir finde? Ja. Diesen riesen Nutella-Fleck, den du da im Mund hast. Ich werde sowas von schlecht. Hast mir das wieder nicht gesagt? Du bist so ein Arschloch, bist du. Ich hab dir das ein paar Mal gesagt. Mann, du lässt mich auch so. Liebe Zuschauer, Entschuldigung dafür. Mann, was soll das? Mir hat jetzt keine Zeit für Schokoladenflecken und so was. Mir muss Vögeln beobachten. Und wir müssen jetzt ein bisschen ruhig sein, dann kommen die nicht. Liebe Zuschauer, folgender Plan. Wir müssen jetzt genau beobachten, wo Vögel landen. Und dann müssen wir was zur Abschreckung dahin bauen. Und wenn wir so weiterreden, dann kommen die nicht. Dann sitzen wir morgen früh hier noch und ist noch kein Vogel da gewesen. Stell dich doch noch blöder dahin, dann bist du ja gleich, wo du bist. Mit dir kann man auch keine Vögel beobachten. Du Heilpei, geh da weg! Schrei doch vielleicht noch lauter. Kein Sinn mit dir hier Vögel zu beobachten. Steht da wie ein Nilpferd und kein Vogel kommt. Alle weg. Ich verstehe einfach nicht, was du damit bezwecken willst. Ich möchte sehen, wo die Vögel landen, dass man da eine Abschreckung hinstellt. Mann, 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 Mann. Einmal auf meinen Plan achten. Weißt du eigentlich, dass so ein Rabe richtig schlau ist? Der schickt willig in der Gruppe, schicken den Speer los, der kundschaftet dann aus. Und dann kommen die anderen, da gibt's ein Piepsignal und dann kommen die anderen danach. Und dann pflücken die Scheiße wieder auseinander. Und wenn der Speer dann dich da sieht und dann sagt er zu den anderen, du, mir glaub ihr, mir ist in Afrika, weil da steht Nilpferd auf dem Platz. Und morgen, mir ist gleich wieder im Brass. Mir will nur in Ruhe einen Kaffee trinken und Vögel beobachten, was da jetzt abgeht. Wie das zustande kommt. Nee, da steht Elchig da. Wieso Nilpferd wird nicht auf dem Sportplatz? Wo ist der Speerrabe denn? Ja, der ist gerade bei der Bäckerei Jansen. Der holt sich gerade ein Knusperbrötchen. Richtig mit Körner drauf. Was kannst du blöde Fragen stellen? Weil der hat dich doch gesehen. Er ist da oben sitzen geblieben, hat die anderen gewarnt. Ein Sportplatz in den Griff haben will, der muss den Vögeln immer ein voraus sein. Geduld ist eine Tugend, die du nur lernen musst. Hat keinen Sinn. Weil du, Nil, für das alles versaut hast, kann man rübergehen. Soll ich dir was abnehmen? Nee, das kann ich selber. Was seid ihr denn so früh morgens hier? Udo wollte Vögel beobachten. Er wollte Zuschauern zeigen, dass er den Vögeln immer einen voraus ist. Immer einen voraus ist, ja. Udo auch noch. Da oben zu warten? Da kommt der erste Spieler von der Rabe da und setzt sich ab und dann geht der dicke Nilpferd und stellt sich mit auf den Sportplatz. Hat der Spieler zu den anderen Raben gesagt, ich glaube, ich bin in Afrika, weil hier steht Nilpferd mitten auf dem Sportplatz. So, ich mache jetzt mal einen Kaffee, dann können wir Kaffee oben trinken. Bist eingeschlafen beim Denken oder was? Nee, aber mir hat es gerade festgestellt, kommt der stand ja. Mir macht dem einen Mann was sauber, läuft er wieder. Wie kann das? So, liebe Zuschauer, hier sind solche Stellen, die sehen wir an und die Raben picken das Ganze raus. Ja, und so picken sie das raus. Dann nehmen sie dann ein Gras mit, da sitzt wohl irgendwas an der Wurzel mit dem Grassaat und dann fressen sie das auf und das andere ziehen sie raus und hauen dann ab. Doof das klingt, da hilft nur eins, mir muss hier eine Vogelscheuche hinsetzen. Bist wieder eingeschlafen beim Denken? Nee, aber ich hatte jetzt ganz ehrlich. Was hast du heute noch vor?
Wir bauen jetzt eine Vogelscheuche, aber die muss sich bewegen, weil Vögeln sind nicht blöd. Wenn der steht, dann sagt der Rabe in sich, der kann mich nicht verfolgen. Also ist das, ne? Und mir muss er jetzt den, weil ich ja so ein Genie bin, in Vogelscheuche bauen. Wir haben meine Vogelscheuche gebaut, weißt du was auch? Ja, mit dem Ball am... Aber... Ich habe eine Idee. Ja, was denn? Na, komm mit. Hier auch. Die haben jetzt wirklich, wir haben hier ein bisschen Unkraut drauf, das haben sie rausgezogen. Mit den Wurzeln komplett. Riesenlöcher. Und mir weiß nicht, warum die das machen. Also echt, ist da irgendwas dran an den Wurzeln, was süßlich ist oder irgendwas? Und warum picken die das raus und holen das hoch? Vielleicht wächst ja Zuckerrohr. Das ist doch kein Zuckerrohr. Das ist irgendwas, was unkrautmäßig ist. Warum? Ich weiß es nicht. Regenwürmer? Nein, die holen doch. Guck doch, das ist die Wurzel. Die haben die abgeknabbert von hier. Von den Unkraut hier. Haben sie das abgeknabbert. Das muss doch einen Grund haben, warum sie das rausholen. Wenn das jemand weiß, schreibt das mal in den Kommentaren. In die Kommentare. Ja, in die Kommentare. Das ist mir egal. Ich will das wissen, warum die das machen. Das haben wir jetzt schon alles wieder repariert. Aber jetzt holen sie mir das Gras dann auch ja wieder raus. Ja, Mama, meh, meh, meh. Mäh, mäh, mäh. Sitzt da ein Schaf im Baum oder was? Nee, aber da sitzt ein Rabe. Da waren die Kollegen, dass die hier sind. Zeiten sind jetzt vorbei und jetzt wird dagegen angegangen. Jetzt ist wieder Ruhe. Das ganze Ding muss sich ja bewegen. Ja. Und dann? Ja, das Gewand flattert ja schon mal. Du hast flattert an mein... Ja, du musst dich doch bewegen. Sonst denken die Raben doch, okay, das Ding steht nur. Ey, hast du schon mal so eine Vogelscheuche gesehen? Wenn die Leute von den Bauern und dann aufstellen, der steht da einfach nur so. So steht er da. Kommt ein bisschen nach links oder nach rechts hin und dann flattert auch nichts. Ja, höchstens, wenn Wind da durchzieht. Gezieren, macht Wissenschaft aus Vogelscheuche bauen. Am besten noch so, weißt du, dass der auch noch seinen Mund bewegt. Als wenn er mit den Raben noch spricht. Das wäre das für dich, oder? Sag mal ganz ehrlich, das wäre doch was für dich. Wäre schon cool. Ja, wäre schon cool. Ey, ich habe noch nie eine Vogelscheuche gesehen, die spricht. Ja doch, in einem Film. So, den nehmen wir, Udo. Wer hast du so eine Ahnung? Du kannst Stuhl nehmen! Hier, das olle gelöbt. Ja, was willst du damit? Mopetieren wir ab. Kannst du abflexen, da schweißen wir eine Stange dran und dann kannst du da ja so einen Vogelscheuche über. Ey, du kannst doch nicht so einen Stuhl auseinander machen, das ist ganz dünne Scheiß, da kannst du nichts anschweißen. Das ist seit 36 Jahren gestanden, das ist doch ein billiger Scheiß. Dann lötest du so auseinander, du kannst doch nicht einen Stuhl auseinander schweißen. Udo, von der Theorie, nicht. Doch, da kannst du, guck mal. So, jetzt. Weißt das du, kannst was? Du doch hier abflexen. Ja, und was willst du damit? Ja, das ist das Untergestell, damit er Rollen hat. Der soll sich doch bewegen. Den kannst du nicht auf dem Sportplatz rollen. Die sind doch viel zu klein. Hast du gleich einen Meter im Grund. Du bist jetzt im Brass. Ja, weil du einfach so eine Idee hast mit solchen Rollen. Ja, kannst die Idee nicht... ist doch gut. Ja, dann, das ja, gelöst. Die Idee ist wirklich, guck mal hier. Was? Da kannst du die Vogelscheuche, das ist ja ein Leichtbau dann. Bitte, der Rasen ist zu tief, denn. Ja, aber guck mal hier, er bewegt sich ja hier oben schon mit dem Gelenk und hast du nicht gesehen. Oh, ja, Udo. Geh weg! Nee! Auf solche Scheißideen, da brauch ich nicht, setze ich nicht um. Nee. Bau einen Stuhl auseinander und nachher sucht er die anderen Stühle noch aus, weil das erste Stuhl nicht funktioniert hat, muss der zweite Stuhl dahin halten, oder was? Wenn du dieses ganze Gelöt auseinanderflexst, Udo, dann hast du doch hier, guck mal, und wenn der Wind kommt, dann dreht der sich doch. So meine ich das. Oder willst du wieder anfangen, irgendwas zusammen zu löten? Nein, aber du kannst da keine Eisenstange drauf machen, weil das zu schwer wird. Gar nicht auf die Idee. Da kann man aber noch dran schweißen. Das kann man nicht. Jetzt will er auch noch von unserem Schreibtisch den Stuhl ab. Warte, hier, der Schrank hat auch noch Rollen. Nimmst den damit. Geht das? Wirklich jetzt in aller Ruhe, ganz Ruhe. Pass doch mal auf, was ich dir erklären will. So, heb den eben auf den Tisch. So, einmal vernünftig drauf. So. Ist das hier noch normal? Ein bisschen. Nee, das ist kein normaler Sportverein mehr. Haufen von Idioten ist das hier. Nee, jetzt. Und der Oberbörner bist du. Den in Griechenland vergessen. Hättest jetzt noch die kretanische Sonne genießen können. Bevor ihr zwei Gespenster wieder ausrastet. Du hast ein Untergestell, also musst du nichts schweißen. Das geht ja nicht darum, dass der rollt.
aber du hast schon mal ein Gestell. So, das ist ja schön. Du kannst die Reifen ja auch abflexen. Aber, was ja interessant ist, der Stuhl bewegt sich ja. Und guck mal, was ist das hier für eine, was ist das? Da kannst du auch dran schweißen. Komm hierher. Mir dann jetzt erklären, was man schweißen kann und was man nicht schweißen kann. 36 Jahren, jeden Tag auf das Schiff werfen und schweißen. Und dann will er mir erzählen, das ist... Ich hab da keinen Bock mehr, weißt du, ich hab da keinen... Wir machen... Kann man das schweißen, Udo? Du kannst da oben, wenn du das Pumpsystem alles mit benutzen willst, kannst du da oben nicht schweißen, weil das Plastik ist. Ja, aber dann bauen wir das ganze System hier oben ab. Und, ja. Da, und dann bauen wir da die Vogelscheuche ja, drauf. Und hast du so ein dünnes Rohr, was da rüber passt, was nicht zu schwer ist? Dass die Nein, du hast doch aber doch das Plastikding hier. Guck eben, du hast doch diese ganze Konstruktion. Hier, da kannst du auch dran schweißen. Und das ist das... Das ist... Udo, das hier ist das System. Das bricht so auseinander. Nein, da hält doch auch der Stuhl, wenn da 150 Kilo drauf sitzen. Oh Mann, wo bin ich hier gelandet? Jetzt Stühle auseinander. Wir kriegen Ärger ohne Ende. Hier ist nachher kein Rollstuhl, nichts mehr. Falsch. Du kriegst Ärger ohne Ende. Ja, das ist das Problem. Nämlich ich, nicht du. Die Konstruktion ist brillant, Udo. Du hast doch alles. Guck mal. Und du hast hier sogar Stahl. Dann baust du diesen Scheiß ab und da setzt du auf diese Stahlkonstruktion die Vogelscheuche drauf. Gut. Folgendes Abmachung. Und dann machst du mit. So, du beglaubigst jetzt in diesem Video, dass das deine Idee ist, dass du das umsetzen willst mit diesem Stuhl. Das sieht doch jeder. Du wirst trotzdem das ehrlich zugeben, dass der Vorstand gleich Bescheid weiß. Du wirst unsere neue erste Vorsitzende eine Nachricht schicken, dass du beigehst, aus dem Clubhaus einen Stuhl auseinanderbaust, weil du eine wissenschaftliche, soziales Produkt herstellen willst, was den Krähen da abhält. Mir wird den Kopf nicht hinhalten. Ich sag dir, wie kommen wird. Ulrike wird Nein sagen. Liebe Zuschauer, Ulrike ist die erste weibliche Vorsitzende, seit es diesen Verein gibt. Also alle mein Herz unter den Kommentaren. Für Ulrike. So, und jetzt lass uns das Thema. Ich sehe es so kommen, dass das nicht funktioniert. Moin Ulrike, ich möchte aus dem alten Stuhl im Vereinsheim eine Vogelscheuche bauen. Kann ich das? Darf ich das? Darf ich ja bestimmt, oder nicht? Was ist? Nix. Hä? Ich sag dir jetzt schon, wie ist. So wie du wieder schmunzeln tust, kriegst du die Erlaubnis. Ja, wie alles und mir wird das verboten. Bereit, Udo? Ja. Ja klar, kannst du machen. Ich vertraue dir. Ja, das gibt's nicht. Mir wird sowas von schlecht. Nein, nein, nee. Aber Liebe. Nee. Ja, nie nochmal. Der zieht dir das und mir darf nichts. Wenn der zieht jetzt ein riesen Elefantenherde, die auf dem Sportplatz parken darf und sagt zu Ulrike, du, ich muss einen kurzen Zirkus ist hier gerade in der Umgebung, mir muss einen Elefanten parken, darf er. Wenn ich sage, Kaninchenherde, Kaninchen, die machen ja Löcher. Moin Ulrike, ich hatte die Idee, dass wir hier vielleicht mal einen Zirkus einladen mit Elefanten und so, das kann auch sein. Du bist so durcheinander. Er macht dann eine Ansage. Hey, Leute, nee. Also ich geb's auf mit dir. Wenn es für den Verein gut ist. Wenn es für den Verein gut ist, dann ist das nicht normal, ist das hier. So, Udo. Nee, und nichts Udo mehr. Ich weiß nicht, warum du dich immer so anstellst. Wir dürfen doch. Sag das nochmal. Wir dürfen. Du darfst. Wir müssen Rutsch machen. Der Unterschied zwischen uns beiden liegt daran, du machst immer alles kaputt und verkehrt. Und wenn ich was mache, dann läuft das. Mhm. Mir macht alles kaputt und verkehrt. Mir setzt das ja vernünftig um. Das ist nicht normal, ist das echt nicht. Das kannst du hier nicht erfinden. Letztens habe ich mal was gefragt. Nee, das geht nicht, das dürfen wir nicht. Ziehen? Ja, wenn es für den Verein gut ist, dann darf er das. Ich muss wieder einladen. Siehst du, jetzt schon kommen, Riesenzelt hier. Nicht auf dem Hauptplatz, hier vorne. Weil das ja sein hat, ne? Immer schön Hauptplatz fliegen. Und hier vorne direkt, mittendrin, steht das Riesenhauptzelt. Elefanten galoppieren über den Platz. Und nächsten Tag wer kriegt Schuld, weil alles kaputt ist? Mir. Das ist nicht normal. Ja, der lacht noch drüber. Da lacht man noch mal drüber. Ja, Udo, wir haben Spaß. Komm, wir gehen jetzt flexen. Ja, flexen, du hast ja die Erlaubnis. Ja, dann nimm den Stuhl! So, liebe Zuschauer, auf Anweisung von Wegeziehen werde ich jetzt den Stuhl nach hinten begeben und den auseinanderflexen. Auf Anweisung von Herziehen.
Bist du glücklich, Udo, dass wir endlich ein geiles Projekt wieder machen können? Ja, ja, aber das ist doch geil, sowas. Ich dachte, du freust dich, wenn wir beide sowas machen. Ja, siehst du, das nicht in meinem Gesichtsausdruck, dass mir das sowas von freut. Wie doll freust du dich? 100. So geh da hin. Mal im Ernst jetzt, das ist aber doch wirklich ein geiles Ding. Jetzt wirklich jetzt. Ja, es wird ein geiles Ding, nur mir glaubt nicht dran, dass das funktioniert. Hier hängt ja sogar noch die Zeichnung vom Cockboy-Pendel. Ja. Hier nicht aufräumen mit System mit Udo? Ja. Hat Wilfried doch alles da rausgeholt und hier reingeschmissen. Hat schaffen, Udo. Ja. Mach das. Oh, jetzt. Der genau das Pendel. Ich fletze die Stange hier durch, dann setzen wir ein Dings drüber und dann ist das gut. Wir wollen aber doch dieses Ding hier mit benutzen. Ja, da kannst du doch hier lose schrauben. Wieso willst du das denn jetzt abflexen? Und dann willst du mir was Neues draufbauen? Wie blöd ist das denn? Ja, ist gut. Wir machen das so, wie du willst. Geh da mal weg. Ja, du wolltest hier die Stange abflexen, Udo. Ja. Müssen wir abflexen. Nein, das ist doch irgendwo verschraubt. Dreh den doch nochmal um. Oh, Udo, Alter, du willst immer alles kaputt machen. Ja, hier, das ist ge... Da. Ja, warte, da. Ja, ist das eine Schraube? Nee. Das ist gepresst. So ein Pinöpel. Ja, das Pinöpel. Du hast einen Pinöpel. Ja, mit der scheiß Dose mit dem Pinöpel. Was tust du da? Konfetti, mir hat heute Abend große Sause da zu Hause. Oh, kannst du blöd fragen. Pinökel, so wie ich. Mal im Ernst, Udo. Geht doch alles ganz einfach, ne? Geht ganz einfach. So, und hat sich der Stuhl schon gelöst? Nee, weil der hier gepresst ist. So, jetzt kannst du gucken. Hier, pass auf, was passiert ist. Nichts ist passiert. Man kann das Ding nur noch weiter nach hinten machen. Weil das gepresst ist hier. Nein, ein Tim von Technik. Selber kann er noch nicht mal einen Schlüpfer anziehen und will er hier Ahnung von haben. Du willst doch so eine Stange, Udo. Ja, und wie willst du die Stange rauskriegen? Ja, da kannst du das ganze Gelöt hier ausbauen, oder was? Ich löte dir gleich ein und baue dir dann gleich einen aus. Also echt. Weg. Mama. Kannst du so nicht raushauen. Geht nicht. Da fällt das erste Rad schon ab. Da, wo ich gar nicht kloppe. Müssen wir abflexen hier. Warte. Plastik, ne? Der muss ja weg. Plastik flexen. Weil er ist ja der Wissenschaft für Plastik. Wieder wechseln. Hätte man Stock in den Boden stecken können, Perücke auf und dann wäre das eine Vogelscheuche gewesen. Aber nee, wir machen hier ein Experiment. Du hast dich doch heute Morgen in die Sprecherkabine gesetzt, um Vögel zu beobachten. Ja, weil mir die über Flugbahn wissen wollte. Scheiß da jetzt nicht! Mein Gott, so!
Jetzt haben wir eine geile Unterkonstruktion und da bauen wir die Vogelscheuche drauf. Und wer dreht sie denn? Der Wind. Ja gut. Der Wind, der himmlische Kind. Der heimische Kind? Der himmlische Kind! Der himmlische Kind? Die himmlische Kinder. So, mein Gott, ey. Also ich muss ja selber teilweise drüber lachen mit dir. Also wirklich, du hast ja Ideen, aber was willst du da jetzt denn draufsetzen? Da müssen wir uns so überlegen. Wenn man was bauen will, dann überlegt man sich das vorher. Ja, aber wir haben ja schon mal die Unterkonstruktion fertig. Ja, schön für die Unterkonstruktion. So, und jetzt müssen wir die passende Stange dafür finden. Liebe Zuschauer, mir soll jetzt ein Outro machen. Mir hat keine Ahnung von Outro, nicht? Aber lasst einen Daumen unter den Kommentaren drin oder abonniert unseren Kanal oder wie auch immer. Ich hab da auch keinen Bock mehr. Du hast dir nicht ein Wort gemerkt. Nee. Nicht ein Wort hast du dir gemerkt. Weil alles zu viel ist. Wir machen hier jetzt ein Outro, sagst du. Ich weiß doch noch nicht mal, was Outro ist. Abonniert jetzt den Kanal, mir hat auch keinen Bock mehr hier. So, tschüss. Nee, du lachst. Was ist Outro? Das kommt am Ende. Ja, Outro. Da kannst du mal sagen, das ist Schlusswort. Du bist sowas von kompliziert, bist du. Outro. Oh, ich mach jetzt ein Outro. Da liegt ein Haufen. Der muss jetzt in die Schubkarre. Blödsinn, Outro.